Wir haben wieder einen neuen E-Scooter in Dortmund. Spin hat sich zu den anderen drei Anbietern gesellt und in diesem Video gucke ich mir einmal den neuen Scooter an. So, das ist der Spin. Das ist jetzt der neueste Anbieter hier in Dortmund. Zuletzt haben wir ja die Birds bekommen in Dortmund. Da hatte ich ja ein Video zugemacht, das blende ich mal hier oben ein. Und da war ich ja nicht so zufrieden. Gerade die Bremsen waren alles andere als gut. Und da gab es halt ganz witzige Kommentare drunter, ob ich von Tier bezahlt wurde. Bei Tier funktioniert niemals mein Code. Also ich habe noch niemals eine Freifahrt bei Tier. Wenn ihr aber den Spin testen wollt, habt ihr hier einen Code. Dann könnt ihr den auch einmal Probe fahren. Und vorher erzähle ich euch einfach mal, was den Scooter so ausmacht. Generell, der Scooter ist ein Segway 9-Bot. Sprich, Segway ist ein Hersteller von Scootern, ist eigentlich relativ bekannt. Und die haben den genommen und einfach umgebrandet, ihre Technologie dran gedaddelt. Und das mal vorneweg. Deswegen, wer schon mal so ein Segway 9-Bot gefahren hat, dem wird vieles bekannt vorkommen. Fangen wir oben an. Hier haben wir eine Bremse, eine Handbremse. Und das war's. Da bin ich erstmal total überrascht, denn das hier unten, das ist keine Rücktrittbremse, also Auftrittbremse. Ich dachte, sowas geht gar nicht nach deutschem Zulassungsrecht. Da muss ich auch noch mal recherchieren. Vielleicht hat er noch eine Motorbremse oder sonst was, aber eigentlich müsste der nach meinem Wissensstand zwei voneinander unabhängige Bremsen haben. Ja, das ist schon mal nicht so. Ansonsten oben der Gashebel, relativ stabil und easy, finde ich gut. Kann man nicht dran meckern. In der Mitte ist das Display. Es ist sehr schmal. Man sieht da drauf den Akkustand, ob das Licht an ist und natürlich die Geschwindigkeit. Der Scooter fährt logischerweise wie alle anderen halt auch maximal 20 km/h. Wenn man den noch nicht freigeschaltet hat, dann kann man hier vorne auf den Knopf drücken. Da sieht man zumindest den Akkustand. Den sieht man aber natürlich auch in der App, die man natürlich braucht, um den Scooter freizuschalten. Da läuft alles wie immer. QR-Code scannen da oder dort. Und dann hat man ihn und man fährt preislich mit 30 Cent die Minute. Es ist einmal weitaus teurer als die anderen. Also die anderen nehmen meistens 20. Tier 15 oder 14, glaube ich, noch. Ändert sich ja immer ein bisschen. Aber die nehmen alle immer 1 Euro fürs Freischalten. Und das macht nämlich Spin nicht. Sprich, bei einer 5-Minuten-Fahrt mit 30 Cent bin ich bei 1,50. Bei einem Scooter mit 20 Cent und 1 Euro Freischaltung davor bin ich bei 2 Euro, also würde ich da günstiger wegkommen. Aber zurück zum Gerät selber hier. Die Griffe sind jetzt nicht im schönsten Grau, sag ich mal, aber halt griffig. Man muss auch fairerweise dazu sagen, das sind niegelnagelneue Scooter. Also von den anderen Anbietern, zum Beispiel auch von Lime, da haben wir ja wirklich halt auch teilweise schrottige Teile bekommen, die anscheinend schon in anderen Städten ordentlich gefahren wurden. Das Ding ist niegelnagelneu, deswegen Griffe sind super. Klingel ist wieder so eine Drehklingel, wo ich am Anfang auch bei Tier und bei Cirque ein bisschen verwirrt war, weil sowas kannte ich nicht und sowas ist im, sag ich mal, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel auch eher selten. Wir kennen die normalen Klingeln. Mittlerweile habe ich mich eigentlich daran gewöhnt und wenn ich Tier fahre, habe kein Problem mit der Klingel. Passt. Dann bewegen wir uns jetzt einfach mal nach unten. Da haben wir die Lenkstange. Stabil, solide, kannst nicht meckern. Nicht so richtig mordstabil wie die Cirques und Tiers der zweiten Generation. Das ist halt ein anderes Kaliber, aber vollkommen okay. Oben das Licht mit einem festen Winkel dran geschraubt. Man kann nichts verstellen. Ein Reflektor. Dann haben wir hier, hat ein Kollege gesagt, sieht aus wie eine dran gedaddelte Bluetooth-Box. Da ist nämlich auch ein Lautsprecher drin. Der sorgt dafür, dass der Sound rauskommt, wenn das Teil geklaut wird. Und ich vermute mal, hier ist auch noch Technologie drin, denn hier oben haben wir nicht so viel Technologieplatz. Dann unten nochmal zwei Reflektoren, dann sind wir schon bei den Reifen. Ganz normale Gummireifen, nichts Besonderes, keine große Dämpfung am Scooter. Und dann logischerweise das Trittbrett, gut gummiert, Spin-Logo drauf, hat einen guten Grip, kann ich schon mal vorab sagen. Der normale Ständer, auch nichts Besonderes. Und hinten dann haben wir das Schutzblech, natürlich mit dem Rücklicht, mit dem Nummernschildhalter und wie gesagt, nicht mit einer Trittbremse hinten. Auf der anderen Seite hier haben wir noch eine Klappe. Das ist ganz witzig, da sieht man halt auch, dass das halt
so ein Segway Ninebot ist, der halt auch ursprünglich mal für Privatpersonen auch produziert wurde, denn da unten kann man praktisch ein ganz normales Ladenetzteil reinstecken. Das war so offensichtlich bei den anderen Scootern eigentlich nicht zu sehen, die wir uns hier in den Videos bislang angeguckt haben. Ja, und soweit so gut. Erstmal nicht aufregend und ich würde sagen, ich mache mal eine Probefahrt. Ich bin jetzt knapp eine halbe Stunde mit dem Spin gefahren und bin eigentlich ganz angetan. Ist ein super guter, solider Scooter. Fair enough, habe ich ja schon mal erwähnt, das ist halt ein niegelnagelneues Fahrzeug. Der ist halt auch noch nicht großartig belastet worden. Im Gegensatz, wie gesagt, zu Lime und Bird, die ja gebrauchte Scooter aus anderen Städten hier an den Start gebracht haben und die schon einiges an Kilometern drin hatten. Daher warten wir mal ab, wie es in ein paar Wochen oder Monaten ausschaut mit dem Spin. Bis dahin, aber echt ein guter Scooter. Bremst auch gut, nicht richtig super, also nicht so stark, dass man über die Stange eventuell rüberfliegt. Es verwirrt mich immer noch, dass er nur die eine Bremse hat. Es ist irgendwie, fühlt sich komisch an. Man denkt immer, man kann auch woanders bremsen, aber dem ist leider nicht so. Ansonsten Display kann man gut ablesen, nichts zu meckern, fährt gut, hat ein fahrbares Fahrgeräusch, also so ein Motorsummen, das ich eigentlich sogar ganz angenehm und witzig finde und was natürlich auch als Sicherheitsaspekt gut ist, wenn man fährt und Leute vor sich hat. Wenn man vielleicht mal nicht klingelt, dann hören die zumindest, dass da was passiert. Die Cirques der zweiten Generation hatten auch so ein leichtes Motorsummen eingebaut. An die hat es mich auch erinnert und ist auch die gleiche Farbe witzigerweise. Ansonsten die App. Die App finde ich halt auch ein Pluspunkt auf jeden Fall. Es gibt eine schöne Fahrtenübersicht. Ich kann also auch sehen, klar, was ich bezahlt habe, aber auch von wo bis wo bin ich gefahren. Also wirklich mit einer Map abgebildet, das finde ich immer sehr gut. Ansonsten solide App. Ich meine, so viel macht man entsprechend nicht. Man entsperrt, man guckt, wo die Scooter sind. Man sieht natürlich das Einzugsgebiet in der App. Und das Einzugsgebiet ist die Innenstadt von Dortmund, also relativ groß gefasst, auch in die östliche Innenstadt. Man kann bis zum Phoenixsee fahren, um den Phoenixsee natürlich auch herum. Und dann, wo wir jetzt hier gerade sind, zur Uni in Dortmund. Eventuell erweitern die das ja noch. Da könnte man bestimmt noch ein paar Gebiete finden. Aber erstmal zum Start finde ich gutes Gebiet. Und ich kann mir vorstellen, dass ich den Spin auch noch mal öfters fahre. Auch weil halt das Preismodell halt komplett anders ist. Und da muss man mal gucken. Vielleicht ist das mein bevorzugter Scooter dann für kurze Strecken, weil es dann entsprechend auch günstiger ist. Und er ja auch gut fährt. Und für längere Strecken würde ich vielleicht dann wieder ein Tier nehmen, weil es sich dann einfach rechnet. Das ist dann vielleicht eine Entscheidung, mal der, mal jener. Ansonsten, das ist mein Fazit zum Spin und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.